Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe mir neulich einen ziemlichen Fauxpas erlaubt. Ich habe gesagt, Robert Hübner war der einzige deutsche Spieler von Weltklasseformat oder in der Weltspitze in den 70er und 80er Jahren und habe damit doch einen Dresdner völlig vergessen, und zwar den Wolfgang Ullmann, weil der war nämlich auch vor allen Dingen in den 60er Jahren erfolgreich, aber auch in den 70er Jahren. Und Dauergast in den Top 30 der Weltrangliste, sogar Spitzenplätze unter 10, nein, 19, 18, das waren, glaube ich, so seine höchsten Positionen in der Weltrangliste. Er hatte den Vorteil, dass er in der DDR staatlich gefördert wurde. Er hatte aber auch den Nachteil, dass er nicht alle Turniere mitspielen konnte und wäre noch viel, viel erfolgreicher gewesen, wenn er noch an mehr Turnieren hätte teilnehmen können. Und den habe ich völlig unterschlagen, und als kleine Entschuldigung habe ich gedacht, er muss sich jetzt unbedingt eine Partie von Wolfgang Ullmann zeigen. Er verstarb vor 2 Jahren und ich habe eine ganz besondere Partie rausgesucht, wahrscheinlich sein prominentester Sieg, und zwar gegen Bobby Fischer. Kann euch auch mal ein Foto zeigen. Hier Bobby Fischer, der achte Weltmeister. 1972 gewann er gegen Boris Spassky dieses Match des Jahrhunderts. Ja gut, das Match war schon interessant, aber es war jetzt vielleicht auch nicht das Match des Jahrhunderts. Es waren die Umstände eben besonders, USA gegen die Sowjetunion damals. Bobby Fischer hat in den Qualifikationsmatches davor Unglaubliches geleistet. Hat dort wirklich die Spieler vom Brett gefegt, 6-0, 6-0, das war unglaublich. Auch in dem WM-Kampf, er hat dort ja noch Partien auch kampflos aufgegeben einfach. Wenn man mal diese Partien außen vor lässt, dann hat er dort, ja, 100, 200 Elo-Punkte stärker gespielt als Boris Spassky. Also er war ein Phänomen, gilt für viele als heute noch als stärkster Schachweltmeister aller Zeiten. Na klar ist heute ein Magnus Carlsen stärker, aber Magnus Carlsen hat ja ganz andere Möglichkeiten gehabt, Schach zu trainieren und auf Schachwissen zuzugreifen. Man kann diese Generation nie so mit vergleichen, aber Bobby Fischer ist natürlich in Schachkreisen äußerst beliebt und hoch angesehen als Mensch. Ein paar Defizite sicherlich, aber nun gut. Wolfgang Ullmann, hier mein Foto. Hier ist er ein bisschen jünger. Da kennt man eigentlich kaum menschliche Defizite von ihm. Also äußerst beliebt gewesen. War auch noch im hohen Alter mit 80 noch Bundesliga gespielt und so. Sehr beliebt. Und wir wollen uns da die Partie anschauen. Bobby Fischer hatte Weiß. Bobby Fischer spielte eigentlich immer E4. Best by Test war immer irgendwie sein Spruch. Und Ullmann spielte eigentlich immer französische Verteidigung. Also französische Verteidigung war sein Steckenpferd. Da war er absoluter Experte, hat auch Bücher drüber geschrieben. Also mit der Verteidigung war er sehr erfolgreich. Bobby Fischer macht das gut. Er besetzt das Zentrum und bildet hier das Vollzentrum, stellt also beide Bauern im Zentrum, kontrolliert viele Felder, hat schönen Raum um seine Figuren dahinter zu entwickeln. Also so sollte es man machen. So sollte man es machen, das empfehle ich auch. Jetzt die typische Idee von der französischen Verteidigung, dieses Zentrum gleich anzugreifen. Und wenn Weiß schlägt, dann haben wir die Abtauschvariante, dann schlägt man zurück. Und jetzt kann Weiß ganz normal seine Figuren entwickeln. Schwarz kann seine Figuren normal entwickeln und wir haben ein ganz normales Schachspiel. Und deshalb empfehle ich diese Variante eigentlich auch für jeden Anfänger, für Weiß zu spielen. Spielt einfach diese Abtauschvariante, weil dann könnt ihr euch ganz, dann müsst ihr euch nur zwei, drei Züge merken und danach entwickelt ihr ganz natürlich den Grundregeln der Öffnung folgend eure Figuren und kriegt eine gute Stellung. Wenn ihr irgendwann mal hier ein bisschen schärfer spielen wollt, dann könnt ihr hier auch mal so ein C4 raushauen. Und wenn er tauscht, spielt ihr hier mit so einem isolierten Damenbauern. Das kann man alles machen. Also man kann das auch alles ein bisschen spannender gestalten. Unter Supergroßmeistern wird das hier zu 90% wahrscheinlich ein Remis werden.
Aber wir sind ja keine Supergroßmeister. Also selbst unter Großmeistern ist das hier nicht garantiert irgendwie ein Remis oder langweilige Partie. Bloß unter Supergroßmeistern ist es eben schwierig, wenn die Bauernstrukturen symmetrisch sind. Also hier auf einer Seite 4, hier 3 und beim Gegner genauso. Ist es schwer, dass sich eine Seite irgendwo Freibauern verschafft. Und auf einer offenen Linie können sich eben auch viele Figuren abtauschen. Das ist der Grund, weshalb das jetzt unter starken Spielern oft ein Remis wird. Das hat für uns eigentlich überhaupt nichts zu besagen. Hier ist ein ganz normales Schachspiel, das hier folgt. Deshalb keine Angst vor der Abtauschvariante. Etwas ambitionierter ist gespielt die Vorstoßvariante von Weiß. Er möchte Schwarz einengen. Und hier würde jetzt, sieht man einmal das Problem, man hat so einen eingesperrten Läufer. Den nennt man auch oft den französischen Läufer, der ist schwer ins Spiel zu bekommen. Und der typische Bauernvorstoß für Schwarz ist hier C5, um diese Bauernstruktur von der Basis anzuknappern. Der zweite typische Bauernvorstoß für Schwarz ist F6, um sozusagen von der Spitze die Bauernstruktur anzuknappern. Diese zwei Bauernvorstöße sind ganz typisch für Französisch und deshalb ist das auch eine ganz vernünftige Öffnung, wenn man zum Beispiel als Anfänger irgendwann nicht mehr E4, E5 spielen will, dass man sagt, okay, ich möchte mal was anderes spielen, was kann ich machen? Vielleicht Skandinavisch, vielleicht Karokan oder Französisch. In der Partie wurde hier etwas anderes gespielt, und zwar Bobby Fischer Springer C3 gespielt, deckt also den Bauern. Und wenn Schwarz jetzt entwickelt und seinen Bauern hier auch deckt, dann könnte Weiß vorgehen und der Springer zieht sich zurück und spielt jetzt C5. Ist ja noch besser, wenn man das sogar noch mit dem Springer unterstützt. Und das ist so die, und gleichzeitig auch hier auf den Druck macht. Und das ist die klassische Spielweise im Französisch, dass man sozusagen, wenn der Springer kommt, man den Bauern verteidigt und wenn man angegriffen wird, dann sich nach D7 zurückzieht und als nächstes eben C5 raushaut. Das ist so die typische Spielweise, die klassische Hauptvariante. Wenn man tauscht, dann ist das die Rubinstein-Variante. Wie das alles heißt, ist völlig unwichtig, muss man sich nicht merken. Das ist wirklich bloß so eine Poser-Geschichte, so eine Angebergeschichte, dass man mit seinem Fachwissen prahlen will. Es ist total egal, wie das hier heißt. Das könnte auch Variante ABC heißen. Das hatte eben Rubinstein so populär gemacht und gerne gespielt. Jetzt schlägt natürlich Weiß. Und jetzt kommt ein interessanter Plan. Man bietet hier den Tausch an und schlägt dann mit diesem Bauern, mit diesem Springer zurück und nicht mit dem Bauern. Und das ist sehr typisch, das gibt es auch in Karokan als Variante, das wäre da die Karpov-Variante. Und natürlich, Weiß hat ein bisschen mehr Raum, kann die Läufer gut entwickeln, der kann sich ein bisschen schlechter entwickeln. Weiß steht hier leicht besser, aber Schwarz hat halt eigentlich keine Probleme. In der Partie kam etwas anderes. Ullmann war der Experte in der französischen Verteidigung und diese Partie, die ich hier zeige, ist von 1960. Das heißt, da war ein Bobby Fischer 17. Also noch recht jung. Und das hat dann wahrscheinlich Ullmann auch dazu bewogen, dass er sagt, okay, ich spiele die schärfste Variante, die es gibt. Aber jetzt lasst euch nicht täuschen, also ein Bobby Fischer mit 17, erstmal war Bobby Fischer der jüngste Großmeister überhaupt damals geworden, mit 15 schon. Und was damals noch was ganz anderes war als heutzutage, wo ja schon Kinder und Jugendliche mit 11, 12 Großmeister werden. Damals war das eine sensationelle Leistung und da war er 15. Und mit 17 war der schon, ja, Top 5 Spieler, vielleicht sogar noch höher. Also Bobby Fischer war da schon eine Riesenmacht. Und trotzdem noch recht jung. Und das war vielleicht der Grund, dass Ullmann gesagt hat, okay, ich will die Winner-Variante, Läufer B4. Und das ist so jetzt so mit so die schärfste Variante. Bobby Fischer war auch der Ansicht nicht gerade eine seriöse Variante. Also er sagte, positionell ist die eigentlich widerlegt.
Warum sehen wir in der Partie es auch noch? Also jetzt geht Weiß vor und typischerweise käme jetzt C5, dieser typische Vorstoß. Das erlaubt jetzt Weiß, den Läufer anzugreifen. Der Läufer hat jetzt keine andere Chance, als sich abzutauschen. Diesen Bauern, den lässt man einfach hängen. Weil wenn Weiß diesen Bauern will, dann kann er den gerne haben, weil das ist jetzt so wahrscheinlich die schlechteste Bauernstruktur, die es gibt. Also dieser Trippelbauer, also diesen Bauern, den lässt einfach hier Schwarz hängen, das ist egal, er entwickelt. Weiß greift an und hier könnte man jetzt tatsächlich sogar Weiß reinschlagen lassen und einfach die Damen wegspielen. Aber so mit ein bisschen Mut kann man hier einfach Rochade spielen. Und das sieht jetzt sehr abenteuerlich aus, in diesen Angriff reinzurochieren. Aber was soll Weiß jetzt hier machen? Also er kann natürlich mal mit Matt drohen, aber das kann man ja decken. Und zwar mit dem Springer, genau. Der Springer deckt, also der Springer könnte sich da vorstellen, aber kann auch hier sich hinstellen, den Bauern decken, gleichzeitig den Läufer angreifen. Und der Läufer müsste jetzt erstmal wieder weg. Also das hält alles. Man muss bloß eben ein bisschen Mut haben. Das wäre so die typische Spielweise. Aber man sieht eben so ein bisschen, Ullmann ist wirklich trickreich und spielt so die Züge oft erst einen Tick später. Er stellt um. Da merkt man eben, wenn einer so sehr Experte ist in einer Eröffnung, es kommt gar nicht so darauf an, dass man jetzt wirklich alles so 1:1, wie es am besten ist, spielt, sondern es kommt darauf an, dass man die Ideen kennt und die Ideen verinnerlicht hat. Und er spielt alle Ideen, aber er variiert eben. Und das macht es natürlich auch dem Gegner schwer. Das macht es eben Bobby Fischer auch in dieser Partie schwer. Also, er entwickelt erstmal den Springer. Der Läufer wird angegriffen und tauscht sich jetzt einfach weg. Und jetzt kommt C5. Und eine Idee ist hier immer noch, auf diesen Bauern loszugehen. Haben wir eben gesehen. Die andere Idee ist jetzt die, weshalb Bobby Fischer gesagt hat, okay, diese Winner-Variante, die ist nicht so positionell und strategisch okay. Er spielt A4 und das ist so was Typisches, was Großbeister machen. Wenn die so einen Zug sehen, überlegen die immer, was ist der nächste Zug? Und das ist auch etwas, was ihr machen solltet. Wenn der Gegner einen Zug macht, überlegt erstmal, was ist der nächste Zug, den er machen will? Was ist sein Plan? Und der nächste Zug könnte vielleicht irgendwo hier sein, sowas. Und das verhindert er jetzt hier. Das heißt, kontrolliert erstmal dieses Feld und schafft ein Feld für seinen Läufer. So, hier kurz wieder angehalten. Wenn man als Anfänger, wenn man solch eine Stellung hat und hier ist so alles irgendwie angegriffen und sowas, man neigt immer dazu, alles wegzutauschen. Wenn irgendwas kompliziert wird, oh, das ist mir zu kompliziert, ich tausche alles weg. Das solltet ihr versuchen, euch abzugewöhnen. Versucht euch abzugewöhnen, das Spiel zu vereinfachen. Versucht immer, solche Spannungen im Zentrum aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat mich hier der Zug von Ullmann sehr überrascht. Aber deshalb ist er ja auch der Experte gewesen und nicht ich. Weil er hat die Spannung hier nicht aufgehalten, sondern hat die Mitte zugeschoben. Und jetzt sind hier alle Bauern festgelegt und nichts kann sich in der Mitte bewegen. Weshalb er das macht, das werden wir gleich kapieren. Das sieht man hier noch nicht, aber es kommt gleich. Hier in dieser Stellung spielt Ullmann F6. F6 ist der zweite typische Bauernvorstoß, um diese Bauernkette anzugreifen. Aber der König steht noch in der Mitte. Und das finde ich immer sehr riskant, hier so den Schwächen zu schaffen zum König, wenn der König noch in der Mitte steht. Wir werden gleich kapieren, warum er das macht. Ich als Hasenfuß würde hier immer erstmal Rochade spielen. Weiß man natürlich auch Rochade. Und dann würde ich F6 spielen. Also ich würde erstmal den König raus und dann spiele ich F6. Ullmann wusste eben, dass er ja keine Angst haben musste und spielt F6. Und jetzt kommt der Läufer hier rein
Und jetzt merken wir schon ein bisschen, was Bobby Fischer mit positionell strategisch schlecht meinte. Und hier, das war die Idee. Deshalb hat Ullmann diese Bauern in der Mitte zugeschoben, weil er wollte gar nicht die kurze Rochade spielen, er wollte die lange Rochade spielen. Er hat bloß gewartet, okay, jetzt weiß ich, wo der König ist. Jetzt mache ich die lange Rochade, Turm rüber und angreifen. Und das, dieser Plan, das ist eben kurzfristige Aktion, Zugfolgen, um Material zu gewinnen, das nennt man Taktiken. Langfristige Ideen sind Strategie. Das heißt, schon Züge vorher hat er diese Idee, verfolgt er diese Strategie, Mitte zuschieben, lange Rochade und dann wirklich am Königsflügel anzugreifen und verschafft sich dafür die Voraussetzungen. Und jetzt haben wir es eben verstanden, weshalb er eben hier das zugeschoben hat. Weil dadurch, dass hier der Bauer fehlt, können jetzt hier zumindest keine Linie aufgehen. Na, können hier keine Linien aufgehen. Aber diese Linie ist ja offen. Und das ist eben das Gefährliche am Winner war, dass man diese offene Linie hat. Und der Läufer steht ja auch noch hier. Und jetzt sehen wir eben, dieser Läufer steht hier mitten in der Stellung drin. Wenn hier jetzt der Läufer sich zurückzieht oder weiß, die offene Linie besetzt, ein interessanter Zug ist auch Turm E1, weil der deckt schon mal hier unten so in der Mitte. Also irgendeiner von diesen Zügen und weiß steht hier klar besser. Also da jubelt eine moderne Schachengine drüber, weil die einfach so Aktivität und Raum, das lieben die Schachengines heutzutage. Bobby Fischer kam ja mit einem anderen Zug und das war Springer H4. Bietet den Tausch an. Warum macht er das? Wenn Schwarz jetzt sagt, okay, ich nehme den Springer, verliert er den anderen. Und jetzt hat er eben Probleme. Er müsste hier die Qualität geben. Er müsste hier einen Turm opfern. Warum? Wenn er ihn angreift, schlägt Weiß hier einfach weiter. Und wenn Schwarz zurückschlägt, dann verliert er hier den Turm in der Ecke. Da ist Material futsch. Wenn er stattdessen den Läufer angreift, dann zieht der Läufer sich zurück mit Tempo auf die Dame. Die Dame muss weg. Und jetzt nicht hier irgendwie schlagen und sagen, oh toll, ich habe einen Bauer gewonnen, sondern, was ist der Zug für Weiß? Vorgehen, genau. Es droht die Umwandlung und hier geht dann auch die Qualität verloren. Also das wäre der Wunsch von Bobby Fischer gewesen. Aber Ullmann macht das eben ganz cool, deckt einfach den Springer und droht jetzt selber hier zu schlagen, weil der Springer ist jetzt gedeckt. Lass ihn doch schlagen. Und jetzt hat er schon eine offene Linie für seinen Turm zum Angreifen auf den König hier oben. Also Schritt 1 ist schon mal, hat geklappt mit seinem Plan. Hier ahnt natürlich Bobby Fischer, wo die Gefahr droht und konsolidiert. Das heißt, er deckt jetzt den Königsflügel, er sagt, okay, du kommst mir jetzt hier nicht. Ich ziehe den Läufer zurück und greife die Bauern gleich an, damit mein König gar nicht in Gefahr gerät. Aber hier gibt es jetzt einen sehr starken Zug, auf den kommt man auch ganz schwer. Macht ruhig mal Pause, überlegt euch, es ist nicht so eine Knallertaktik, wo man was gewinnt, sondern es ist was Feines, es ist was Positionelles. Der Zug, der hier ganz stark ist für Schwarz, wäre G4, vorbeigehen. Sieht ganz komisch aus, weil den kann ja Weiß einfach wegnehmen. Aber was ist die Idee? Wie kommt dieser Läufer eigentlich wieder ins Spiel jemals? Dieser Läufer ist jetzt völlig aus dem Spiel, blockiert durch den eigenen Bauern. Was soll er hier machen? Und der Läufer ist auch schlecht. Was soll der machen? Also beide Läufer sind irgendwie aus dem Spiel. Er tauscht sich weg, damit wenigstens der Springer hier weg ist. Aber der kommt immer noch nicht wieder ins Spiel. Und Schwarz hat die offene Linie hier, greift den Bauern an und Weiß spielt im Grunde ohne einen Läufer. Also das wäre ein toller Zug gewesen. In dieser Stellung.
keine Angst, er kommt gleich noch, dann ist er aber nicht mehr ganz so wirksam. Das ist leider oft so im Schach, dass man Chance verpasst. Also hier auch gut, Schwarz gruppiert den Springer um. Und jetzt kommt G4 und jetzt ist die Linie offen. Weil mit dem Läufer schlagen und erlauben, dass der Springer hier reinkommt, das macht Weiß natürlich nicht. Schlägt mit dem Bauern. Bereitet jetzt vor, die Türme zu verdoppeln. Jetzt wird der Springer reingestellt. Da die weißen Läufer so schlecht sind, tauscht Weiß hier sofort Läufer ab gegen den Springer, weil wenn man eine schlechte Figur gegen eine bessere vom Gegner tauschen kann, ist das was Gutes, also er tauscht hier gleich. Aber wir sehen, dieser traurige Läufer kommt immer noch nicht ins Spiel. Jetzt verdoppelt Schwarz. Die H-Linie gehört jetzt ihm, weil Weiß kann hier nicht rüber, verliert er die Türme, also zieht sich Weiß jetzt auf die B-Linie. Weiß hat die B-Linie, Schwarz hat die H-Linie. Dame geht in die Mitte und jetzt kommt der Turm rein. Und die Züge, die hier für Weiß noch funktionieren und alles im Gleichgewicht halten ungefähr, sind jetzt Dame nach D2 oder Dame nach E3, das ist alles okay. Weiß hat zwar immer noch diesen schlechten Läufer, aber Schwarz hat nicht wirklich Mittel, hier was zu machen. Aber Großmeister überlegen immer, okay, kann ich hier die Dame geben für zwei Türme, ja oder nein? Sind die zwei Türme besser oder die Dame besser? Und Bobby Fischer, der ja auch viel Selbstvertrauen hatte, der überlegt sich, okay, wenn ich den nehme und er schlägt zurück, das kann ich spielen. Und warum? Wie bewertet man das? Sind die zwei Türme besser oder die Dame? Es geht immer darum, ob die Türme sich koordinieren können, ob die gut zusammenarbeiten können, ob sie offene Linien haben und ob die Dame in die gegnerische Stellung eindringen kann. Weil die Dame ist immer gefährlich, sie kann lange Schritte machen, sie kann Doppelangriffe machen, aber wenn die Dame, so wie hier, nicht in die Stellung eindringen kann, dann können die Türme das hier locker halten. Und die Freibauern, die Weiß und Schwarz hat, die können beide nicht durchlaufen. Also das war das, was Bobby Fischer sich überlegt hat, gesagt, okay, ich gebe die Dame für die zwei Türme und dann schauen wir mal. Er hat die Rechnung aber ohne Wolfgang Ullmann gemacht, weil es gibt hier einen anderen Zug. Und das ist ein ganz toller Zug und das ist auch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Schlagt nicht automatisch zurück. Schaut immer nochmal, habt ihr Zwischenzüge, habt ihr einen Zwischenschach, also könnt ihr nochmal, bevor ihr zurückschlagt, eure Figuren verbessern, einen Schach geben oder so. Und hier gibt es einen ganz tollen Zwischenzug von Schwarz. E3. Super Zug. Wenn er schlägt, dann tauschen wir einmal und jetzt dringt die Dame plötzlich in die Stellung ein. Und jetzt ist die Dame direkt in der Stellung drin und jetzt sind eben die zwei Türme schlechter. Jetzt ist die Dame viel, viel stärker. Wenn der König weggeht, dann haben wir hier einen Schach. Und ihr seht, diese Doppelangriffe. Das ist die Stärke von der Dame. Auch in die andere Richtung gehen. Na, dann drohen wir erstmal hier oben was. Und wenn Weiß deckt, schlagen wir hier genüsslich und haben auch einen Doppelangriff. Also, E3, ein Hammerzug, den Bobby Fischer nicht gesehen hat. Gut, der König könnte natürlich auch nicht schlagen. Geht ja auch. Aber dann können wir natürlich trotzdem tauschen und dann gewinnen wir wieder eine Figur. Also, ihr seht, was soll man hier auch noch machen? Es gibt natürlich noch einen Zug. Er kann die Dame decken. Jetzt tauschen wir, aber jetzt ist eben die Stellung offen und die Dame kann eindringen. Und Bobby Fischer verteidigt das hier noch eisern. Er sieht eben, das Problem ist, dass die Dame hier eindringt. Er gibt jetzt einen Turm für den Läufer und spielt jetzt mit Läufer und Turm gegen die Stellung und spielt auf Remis. Aber er wird es nicht schaffen. Erstmal geht hier der erste Bauer verloren und dieser Bauer interessiert Schwarz jetzt gar nicht.
er hat hier einen Freibauern, den schiebt er vor und die beiden Figuren sind weit, weit aus dem Spiel. Der Läufer kommt immer noch nicht richtig zur Geltung und der König ist weit weg vom Zentrum, kann also auch nicht helfen. Und da ist diese Dame einfach ein Monster jetzt. Gibt noch einen Bauern. Immer auf Drohung achten, das ist ganz wichtig. Also das sieht man bei diesen Partien ganz stark. Also die schauen immer erstmal, okay, was hat der andere gezogen? Was droht er? Was ist der nächste Zug, den der Gegner macht? Er droht den Bauern umzuwandeln, also verhindere ich erstmal die Umwandlung, bevor ich mit meinen eigenen Plänen fortfahre. Was droht der andere? Er droht hinter unseren Bauern hier zu kommen. Also verhindere ich erstmal, dass er hinter den Bauern kommt. Also ganz, ganz stark gespielt. Und immer ein bisschen aufpassen. Also jetzt, auch wenn man so eine gewonnene Stellung hat, nicht irgendwie jetzt leichtfertig werden. Und das wäre jetzt nicht so gut, weil jetzt läuft man plötzlich in einen Spieß rein. Und natürlich kann man den Bauern noch umwandeln, auch mit Schach. Aber man hält diesen Bauern nicht auf, weil Weiß kann den decken und kann ihn dann jederzeit umwandeln. Also das wird ein Remis werden. Also nicht kurz vor Ende leichtfertig werden. Deshalb hier weiter mit den Bauern. Der Turm muss zurück. Und dieser Bauer wird jetzt einfach gegeben dafür, dass die Dame hier weiter grast. Und steht jetzt mitten in der Stellung. Hier gehen die nächsten Bauern verloren. Der Turm ist aus dem Spiel. Der Läufer macht immer noch nichts, außer dass er diesen Bauern deckt. Also hier hat Bobby Fischer aufgegeben. Immer, wenn ihr solch einen Abtausch habt, überlegt erstmal, habe ich noch einen Zwischenzug? Nicht automatisch immer zurückschlagen, sondern erstmal nochmal überlegen, habe ich noch einen Zwischenzug? Und dann kommt man eventuell auch auf solch einen tollen Zug hier. Und das Zweite, was ich euch aus der Partie mitgeben wollte, ist, achtet immer darauf, was der Gegner vorhat. Schaut erstmal, was war sein Zug, was droht er, was ist sein nächster Zug. Und dann macht erstmal den Plan kaputt und dann kommt mit eurem eigenen Plan. Tolle Partie. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen rehabilitiert dafür, dass ich ihn ein bisschen unterschlagen habe. Wolfgang Ullmann, faszinierender Spieler, über Jahrzehnte in der Weltspitze. Und er hätte sicherlich noch einige Erfolge mehr haben können, aber ich glaube, er hat auch so ein erfülltes Schachleben gehabt und wird eigentlich ganz zufrieden gewesen sein. Man muss ja nicht alles gewinnen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.